Herrschaft da hinten, wie ist das Wertebefinden in Fond des Fahrzeuges? Während der Fahrt nicht mit den Passagieren sprechen, gell? Bitte. Ich bin mit mir selber geredet, Kneher. Es fühlt sich noch gut an. Das Auto sehr bequem ist, sehr komfortabel. Der Fahrer bis jetzt, jetzt fahren wir 2 Kilometer gefahren, bis jetzt alles richtig gemacht hat. Wie fährt dieser Rubinek? Er fährt gut noch. Er sitzt weit vorne, den Daumen oben drin zum schnell reagieren. Nein, es ist gut. Hast du das gehört, Rudi? Ich muss mich da konzentrieren, bitteschön. Ich muss halt da dem schon her, wenn man jetzt ertatscht von so einem Sattelschlepper gefräst, fahren schon wieder alle links. Wir könnten ja theoretisch die letzten Kilometer vom Ring dann in den Ferrari umsteigen. Ja, und ich schaue gar besser aus als Rennfahrer, oder? Wenn du wieder also nicht in der Limousine herangekarrt wirst, sondern du selber das Ganze alles im Griff hast. Mit was habe ich das überhaupt verdient? Was? Das Auto, er sagt mir so im Fernsehen, soll ich anschauen, wo ich mein Auto fahre, ich muss ja da beim Fenster rausschauen. Er sagt mir so im Fernsehen, soll ich mir das anschauen. Da muss ich jetzt erst gefahren, das ist eine Frage des Raumzeitkontinuums, nicht? Um zu wissen, wo du gefahren bist, musst du erst gefahren sein. Verstehst? Ja. Rudi, wo fahren wir jetzt hin? So wie es ausschaut, fahren wir da. Das ist ein großer Flughafen, glaube ich, mit den ganzen Propeller. wo fahren wir denn eigentlich hin? Seit wann fragt der Chauffeur die Passagiere, wo man hinfährt? Ist ja wurscht, wir fahren da auf jeden Fall mal raus. Demnächst links fahren. So. Rudi, bitte fahr zur Tankstelle und das Dachl. Na, ich habe so einen Hunger, dass ich habe einen Unterzug. Komm mal gerade aus. Weiß ich da in Wendlinger rein. Na, wo kommen wir denn da hin? Bitte am Ende der Straße rechts abbiegen. Stopp, Schatten, merkst du es nicht? Nein, ich kann die Zapfsäule blockieren, bitte sehr. Da kennst du mich nicht. Bitte einfach in den ich Schatten. Ich mach's ja schon, ich muss ja da zurück vorne mit den Dings. Sei froh. Da ist ein Schatten, schau. Sei froh, dass der Karl phlegmatisch ist. Schon dafür betreten uns beide auf. Ja, ich sag da was dich mit denen vorher nehmen, das sind ja keine netten Leute. Ja, da müsst ihr aber vorher aussteigen mit der Kiste, weil da kennst du nicht mehr aus dem Auto. Schnappi?